Herzlich willkommen zum Mini-Zeitzeichen der Woche. Wie immer eine Geschichte aus der Geschichte. War er besonders mutig oder einfach nur naiv? Oder um in seinem Bild zu bleiben, durch den Wind? Der 19-jährige Sportflieger Matthias Rust aus Wedel bei Hamburg landete am 28. Mai 1987 in Moskau. Das war ein Riesending. Wie ist er da hingekommen? Das sehen Sie hier auf der Karte. Er ist von Hamburg ausgeflogen über Reykjavik, dann nach Helsinki und von Helsinki dann nach Moskau mit einer Cessna, einem kleinen einmotorigen Flugzeug. Und man hat ihn wohl auf dem Radar gesehen, aber auch nicht richtig erkannt. Es war wohl so, dass rund um Moskau irgendwie ein Flugzeugabsturz oder sowas war und dadurch sehr viele Flugbewegungen waren und man ihn vielleicht auch irgendwie übersehen hat. Jedenfalls hat er verdammt viel Glück gehabt, dass man ihn nicht abgeschossen hat oder sonst was. Ja, also, er landete in Moskau, nicht auf dem Roten Platz, wie man heute noch lesen kann. Das war viel zu voll, das war viel zu crowdy. Er ist ganz profan auf einem Busparkplatz direkt in der Nähe gelandet. Und er wurde dann festgenommen und hat erzählt, ja, die Motivation wäre gewesen, er wollte eine Friedensbotschaft nach Moskau schicken. Sagen wir mal, vor dem Hintergrund der Ukraine und des Krieges heute 35 Jahre zu früh. Er wurde angeklagt und zu 4 Jahren Arbeitslager verurteilt. Für einen 19-Jährigen ist das schon eine ganz bittere Pille. Der Außenminister Hans-Ludwig Genscher hat sich dann für ihn eingesetzt und er ist dann, soweit ich weiß, nach 14 Monaten in die Bundesrepublik abgeschoben worden. Aber auch dort bekam er kein Bein auf die Erde. Wenig später hat er eine Krankenschwester mit einem Messer attackiert und verletzt, weil sie ihn nicht küssen wollte. Da ging es wieder ab ins Gefängnis, war zu 2,5 Jahren verurteilt worden. Und auch sonst hatte Matthias Rust Gelegenheitsarbeiten, hatte Probleme, hatte wieder eine Anklage wegen Diebstahl und Betrug. Also das war alles recht komisch. Und bis heute, soweit ich weiß, heute ist er ja dann 54, soll er hier und da mit professionellen Pokerspielen seinen Lebensunterhalt bestritten haben. So nach dem Motto, einmal gezockt, ist gut gegangen in Moskau, immer gezockt. Ja, so war das mit Matthias Rust, dem verrückten Sportflieger aus Wedel bei Hamburg. Zum Schluss vielleicht noch ein Aspekt. Damals war schon Michail Gorbatschow an der Macht in der Sowjetunion und er hat nach dieser Pleite, nachdem also das Militär ihn nicht hat entdeckt und auf dem oder in Moskau landen lassen, hat er den Chef der Luftabwehr und auch den Verteidigungsminister ihre Schirmmützen nehmen lassen. Und nicht nur das. Gorbatschow hat das zum Anlass genommen, mehrere hohe Militärs zu entlassen. Und heute sagen Historiker, das war so ein bisschen der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Soweit das Mini-Zeitzeichen der Woche, eine Geschichte aus der Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund und ciao.